wird uns nicht gereuert, denn wo dieser Schweiß auf Feuer, hatte der Tod auch nicht halt, denn wo Rache brennt der Eid. Hier ist eine Himbeere. Oh, ich kann keine Himbeeren mehr sehen. Jeden Tag Himbeeren suchen. Jeden Abend Himbeerpfannkuchen. Die behandeln uns wie kleine Kinder. Aber wir sind kleine Kinder. Wir sind 8¼. Ja, nun, wenn schon. Ich möchte noch einmal in den Wald gehen, nicht nur auf den doofen Wegen rumschleichen. Dann hol dich die böse Hexe. Ach, was Hexe? Es gibt keine Hexe. Hm. Und dann beginnt das Abenteuer. Wir lassen die Zivilisation hinter uns und erkunden als erste Fernhachen den großen Wald. Aber nicht weit. Von Himbeeren in der Geschichte meines Stammes. Boah, Himbeeren. Oh. Das wird meine Bestrebung, zum stellvertretenden Häuptling ernannt zu werden, mächtig vorantreiben. Hier gibt's nur mehr Bäume, das ist alles. Jetzt warte doch nochmal. Hier gibt es bestimmt geräumige Baumhöhlen, die vielleicht gefüllt sind mit verschollenen Goldschätzen. Womöglich noch mit einem schaurigen Ganovengerippe, mit einer Made in der linken Augenhöhle. Was war das denn? Das war gar nichts. Wir gehen jetzt nach Hause. Ja, ja, dieser Wald steckt voller Geheimnisse. Kaum kratzt man ein bisschen an der Oberfläche, kommen die erstaunlichsten Dinge zutage. Entschuldigt euch nicht dafür, mich übersehen zu haben. Ich bin es gewohnt, ignoriert zu werden. Bist du ein Waldgnom? Ein was? Ein Waldgnom. Nun, in welche Richtung wollt ihr denn? In die, wo ich vor kurzem den Gesang der Buntbären gehört habe? Oder in die andere Richtung? Bäh! Was macht der Knirps hier da auf meinem Baum? Du kannst sprechen? Eigentlich nicht. Ich kann immer nur für einen kurzen Moment sprechen. Jeweils in der Sprache meines Opfers, was ich mich gerade zu verspeisen anschicke. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Eine Laune der Natur will es, dass ich mich mit meinem Essen unterhalten kann. Aber sag mal, Kleine, können wir jetzt zur Sache kommen? Zur Sache? Na, Frühstück! Ah! Madame. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Hrümpf. Wie bitte? Will sagen, unsere Namen tun nichts zur Sache. Nennt mich einfach 19 oder Doppelvier. Mir egal, wie ihr mich nennt, wenn es nur nicht mein richtiger Name ist. Ein gefährlicher Laubwolf wurde erlegt. Vielleicht sogar der letzte seiner Art im Buntbärwald. Und unsere kleinen Ausreißer hier haben den Wolf gewissermaßen zur Strecke gebracht. Denn wer sollte es sonst getan haben? Ein Geheimförster etwa? Nun, wir alle wissen, dass es so etwas wie eine Geheimförsterei im Buntbärwald nicht gibt. Was war das für ein Wesen, das aus dir herausgestiegen ist? Du meinst die Hexe? Das war die Hexe? Ich weiß nicht von einer Hexe. Du hast gerade Hexe gesagt. Hab ich nicht. Hast du wohl? Hab ich nicht. Hast du wohl? Gar nicht. Wohl? Gar nicht. Ich weiß nicht von einer Hexe. Ich weiß nur, dass ich auf die Welt drin war. Viele Millionen Jahre befroren, tot, wie ich dachte. Aber als ich schlief, wachte es mir auf und ging in den Wald. Das ist alles, was ich weiß. Was ist das? Das sind Sternenstauner. Sternenstauner? Habt ihr gehört, Jungs? Sie nennen uns Sternenstauner. Was wisst ihr von der Hexe? Eine Hexe? Habt ihr schon mal was von einer Hexe gehört, Jungs? Hexe? Nö, ich kenne keine Hexe. Wenn du meine Schwester rettest, dann graben wir dich aus und pflanzen dich an einen anderen Ort ein, wo immer du hin willst, nur weg von diesem heimtückischen Grassee. Was? Ja. Weg von diesem kranken Gemüse? Ja, wo immer du hin willst. Hm. Na, mach schon. Einverstanden. Na los, schnell. Schnell, mehr. Hey. Siehst du, Grete, nicht? Jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Oh, Knödel in sämiger Soße. Besuch habe ich schon ewig keinen mehr gehabt.
Lasst mich nachdenken. Die Knülli waren vergiftet. Vergiftet? Hexenhutpilzgift. Dagegen sind nur Hexen immun. Alle anderen Lebewesen werden davon verrückt. Ja, ich bin endlich da. Ich bin gekommen, um dich zu töten. Bereite dich auf ein qualvolles Ende vor. Hallo Kinder. Ich bin Boris Boris. Ich bin bekloppt. Ich bin gekommen, um euch zu befreien und die Hexe kalt zu machen. Und damit schließt sich der Vorhang über Ensel und Grete, über Boris Boris und den Buntbären von Bauming, über Zamonien und dem großen Wald. Mein Märchen ist aus. Dort läuft eine Maus. Und wer sie fängt, darf sich auf keinen Fall eine Pelzkappe daraus machen oder Suppe daraus kochen. Denn das Pelzkappen machen und Suppe kochen aus kleinen Waldtieren ist von heute an verboten. Auf immer da.